Willkommen zurück zu Let's Play Stalker Call of Pripyat. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Oh, Spaß beiseite. Es ist einige Jahre her und ich habe selber schon nicht mehr geglaubt, genauso wie ihr, dass es weitergeht. Und trotzdem, es geht weiter. Besonderen Dank an der Stelle an Astral, einen meiner Partnerkanäle. Das ist der junge schicke Mann hier. Damn! Auf jeden Fall hat er damals den Spielstand, genau zu sein, vor circa drei Jahren, den Spielstand soweit wieder aufbereitet, mit den Quests soweit, dass wir sofort weitermachen können. Wir haben ein bisschen andere Munition, aber im Großen und Ganzen ist wirklich alles exakt so. Wie gesagt, Munition variiert, so Kleinscheiß halt, Medikits, ihr kennt das. Auf jeden Fall, vielen Dank an Astral, an diejenigen, die sich jetzt hier wundern. Ja, das ist ein Projekt in Folge 29. Yep. Dazu gibt es eine Playlist auf meinem Kanal und falls ihr nicht mehr wisst, was los war oder wo wir waren oder ganz einfach das alte Projekt nicht kennt, auf meinem Kanal ist die Playlist. Viel Spaß beim Nachgucken. Ja, trotzdem für die, die keinen Bock darauf haben, ein kleiner Einschnitt in das, was wir jetzt hier vorhaben und die FPS droppen, weil Stalker wieder Sachen im Hintergrund lädt. Wir kennen das, wir hassen das, das ist Stalker. Kurz einen neuen Schnitt gemacht und schon geht die Schnitte wieder. Auf jeden Fall, kurz gefasst, hier arbeitet ein junger Kerl, ein Stalker, Gary, der einen Vertrag bei den Wissenschaftlern angenommen hat. Nur steckt der in einer... Ah, oh, dieses Geräusch! Ich habe ganz gewusst, dass es wiederkommt und ich habe es einfach verdrängt. Auf jeden Fall, Gary, der arbeitet hier, hat einen Vertrag bei den Wissenschaftlern angenommen, weil er ein bisschen Kohle gebraucht hat und so Zeug halt. Ihr wisst das, die Jungen, die brauchen das Geld. Auf jeden Fall hat er nicht wirklich aufgepasst bei dem Vertragsschluss. Und zwar arbeitet er hier so lange, bis er alle Anliegen der Wissenschaftler erfüllt hat. Ist natürlich ein super Vertrag. Auf jeden Fall wollen die Wissenschaftler tatsächlich nur zwei Artefakte von ihm. Das war einmal das Kloß-Artefakt und einmal der Fleischklumpen. Und tatsächlich haben wir damals den Fleischklumpen abgegeben, aber nicht den Kloß. Hier auf dem Spielstand ist es andersrum. Wie gesagt, Kleinscheiß. Auf jeden Fall geben wir jetzt die Quest ab. Hey, Gary! Mann, ich will unbedingt nach Pripyat. Ja, da möchte der junge Kerl hin, aber er steckt hier sozusagen fest. Ich habe etwas für dich, Gary. Du hast das Artefakt gefunden? Ein Fleischklumpen. Hier, nimm. Wow, vielen Dank, Kumpel. Jetzt kann ich endlich nach Pripyat aufbrechen. Ich muss mir nur noch einfallen lassen, wie ich dorthin komme. Ja, so dringend war es dann doch nicht. Das hat der junge Kerl nicht bedacht. Kann passieren. Passiert nicht den Besten von uns, so wie uns. Wir wissen, dass wir nicht nach Pripyat kommen, aber naja. Auf jeden Fall haben wir hier gerade Novikov. Der spricht uns wieder auf die CS3-Panzerung an. Den Dialog hatten wir schon mal gelesen. Für die, die es nochmal lesen möchten, lassen wir das so. Auf jeden Fall reparieren wir den hier mal. Ich könnte mir vorstellen, dass er uns als Erfinder dieser Rüstung noch einen schicken Rabatt darauf gibt. Aber ich würde nicht drauf wetten. Auf jeden Fall haben wir in der letzten Folge noch einen Vertrag geschlossen mit Uhu, beziehungsweise... Oh Gott, es kommt wieder. Haltet euch hier zu, ich mach's. Aua. Ich hoffe, für euch ist das nicht so laut wie für mich. Auf jeden Fall waren wir in der letzten Folge bei Uhu auf der Skadoff, haben einen Auftrag angenommen, dass wir Veles-Detektoren an den Bunker liefern werden, und zwar Novikov. Was ist das? Ah, und ich glaube, bevor wir weitermachen, muss ich eine Sache ändern. Ja, wir spielen natürlich wieder auf Meister, weil wir ein meisterlicher Stalker sind. Ja, machen wir so weiter. Ich würde sagen, die Ausdauer ist das größte Problem in Stalker Call of Pripyat. Des Weiteren gehen wir mal an unsere Truhe, denn ich weiß, dass der liebe Acerel mir auch da ein paar Detektoren in die Kiste gelegt hat, damit wir die Quest direkt weitermachen können, denn in der letzten Folge hätte ich welche zurückkaufen müssen, weil ich sie dummerweise verkauft habe. Clever! Auf jeden Fall haben wir hier ein paar Veles-Detektoren, die holen wir auch mal da raus. Ihr könnt das gern vergleichen mit den alten Folgen, das ist größtenteils gleich. In der Truhe auf der Skadosk liegt unser Exoskelett, wenn wir es dann wollen. Wie gesagt, ich nehme es später, weil jetzt wäre es ein bisschen OP, finde ich. Komm her, Bruder. Du hast doch immer Energy Drinks, oder? Oh mein Gott, komm her, Baby. Oh fuck, 400 Rubel. Das ist nichts. Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt ein bisschen schneller zum Bunker. Wir ziehen nämlich jetzt so ein schönes Ding hier.
und die Ausdauer, die regeneriert sich während wir laufen. Nicht ins Positive, aber arbeitet auf jeden Fall gut gegen die Erschöpfung gegen. Kann man mitleben. Und jedes Mal, wenn wir hier lang gehen, lädt er wieder irgendeine Scheiße. Na gut, wir müssen nochmal. Es tut mir leid, Jungs, aber wir müssen nochmal durch dieses Loch da. Ich hasse diesen Bunker, ihr hasst es auch und wartet mal. Ach, schade, geht nicht. Oder Set vielleicht? Ja, ich hätte gedacht, ich könnte das Field of View ändern. Ja, hat jemand gesagt, das Command wäre so verfügbar und müsste man auch nur einmal aufrufen, aber so geht das Command auf jeden Fall nicht. Hallo! Hallo! Ja, Uhu hat mich darum gebeten, Ihnen Detektoren zu bringen. Hier sind sie. Gut, ich erledige einige Arbeiten und lasse sie dann von den Ortskundigen zurück zu Uhu bringen. Alles andere ist eine Sache zwischen Ihnen und Uhu. Okay, arbeiten Sie für Uhu? Nein. Er hat mir neulich bei einem Einkauf geholfen. Eine Hand wäscht die andere. Ja, klingt wirklich nach der Zone. Also, hier geht nicht immer alles rechten zu. Auf jeden Fall sind wir damit mit den Quests hier durch mit dem Sekundär. Hilfe. Mit den Quests durch. Auf jeden Fall müssen wir jetzt zurück zu Zattern. Und werden dort dann nochmal mit Uhu reden, dass wir die Lieferung getätigt haben. Der wartet jetzt wahrscheinlich schon händereibend. Unseren Detektor können wir aber wieder einsetzen. Ja, vor allem wir haben 3 Detektoren in unserem Inventar. Und er nimmt uns natürlich unseren aus der Hand. Was für ein Penner. Na gut. Der hier ist neuer, sage ich einfach mal. Der ist nicht so abgenutzt. Der ist nicht so genudelt. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal mit Pilot reden und zurück zu Zaton reisen. Beziehungsweise zur Skadov direkt. Und einen Plausch mit Uhu halten. Wie gesagt, müssten wir dann. Und Ladezeit. Aber die geht ja fix. Wir müssten dann eigentlich soweit mit den Sekundärquests durch sein, dass wir mit der Hauptquest weitermachen können. So, und wir gehen hier einmal rein. Passiert es oder passiert es nicht? Nee, ich glaube tatsächlich, dass das Schiff leer ist. Wunderbar. Hätte ich nicht gedacht. Ja, hier sind ja schon öfters mal 30 Stocke rausgeplatzt. Auf jeden Fall gehen wir direkt mal hoch zu Uhu, unserem alten Inder. Ich finde, er sieht dem Inder aus Breaking Bad ziemlich ähnlich mit der zusammengewachsenen Augenbraue. Aber das werdet ihr sehen, wenn wir näher rangehen. Was ist denn mit dir los? Also, ihm fehlt der Durchbruch hier. Aber die Buschigkeit ist schon ziemlich hart. Ja, wegen dieser Detektoren. Ja. Ich habe Novikov die Detektoren gebracht. Gut. Jetzt kann er an ihnen herumbasteln. Er hat versprochen, sie dann einer vertrauenswürdigen Person zu geben, die sie zu uns bringen wird. Genau, und das ist der Ortskundige, auch unser Pilot genannt. Auf jeden Fall hat der es immer ganz gut drauf gehabt. Kann ich mit dir noch reden deswegen? Ja. Wir müssen jetzt, denke ich, warten. Warten, bis Uhu Detektoren halt. Ja, das kriegen wir hin, würde ich sagen. Mach die Tür von außen zu. Wie oft eigentlich noch? Das Spiel kannst du mit jemand anderem spielen. Du besitzt keine Tür, die man schließen kann. Weder hier, noch hier. Also vergiss es. Auf jeden Fall. Hallo Kader. Wollte ich euch mal einen Blick in die Truhe werfen lassen, damit ihr aus Neugierde vielleicht vergleichen könnt, das Equipment. Also es ist doch ziemlich gleich. Nur die Artefakte sind halt ein bisschen kritisch, weil die Counter-Ace wohl nicht so einsammeln, wie wir damals es getan haben, weil die halt random spawnen. Ja, und unser Exoskelett, das wir bei Nimble holen, ist auch noch da. Unsere Winter-BC ist noch da. Alles beim Alten. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal runter, reden mal mit Beard. Hat er irgendwas für uns? Hallo. Hi. Was? Brauchst du Artefakte derzeit? Gravit. Was war das? Flamme? Ich glaube, wir haben einen Feuerball, aber ich weiß nicht, ob das als Flamme zählt. Feuerball, nee. Schade. Gravit haben wir auch. Allerdings würde ich das ungern abgeben, denn damit können wir unser maximales Tragegewicht boosten, was eigentlich unserer Sprinterei entgegenkommen sollte. Deswegen machen wir das mal. Konnte ich hiermit...
Achso, das ist wegwerfen, okay. Ja, wie gesagt, das sollte eigentlich unser Sprint so ein bisschen erhöhen, weil unsere Weight Ratio jetzt ein bisschen besser ist. Ich weiß nicht, ob es hundertprozentig so in Stalker klappt. Ich habe es so jedenfalls in Erinnerung. Jedenfalls wollte ich mal gucken, was hier draußen so rumballert, weil gut, können in dem Gebiet eigentlich nur Banditen und Pimmelstalker sein. Aber man kann sich ja mal einen kleinen Überblick verschaffen, wenn man schon so einen dicken Ballermann wie wir haben. Der ist ja auch nicht gerade ungenau. Ich meine, okay, der ist wahrscheinlich tot. Der ist wahrscheinlich tot. Der lebt aber noch. Der rennt da. Aber auch nur eine Sekunde. Ah, den hat er gut weggesteckt, ja. Ohne zu zucken. Aber wenn man ihm ins Arschloch schießt, da fällt er zusammen. Der sieht von der Seite aus wie ein Äffchen. Und jetzt sieht er ziemlich tot aus. Ja, ich sag's mal so. Wir machen so die Zone jeden Tag ein bisschen besser. Wir sind auch, ich glaube, ein, zwei Tage jetzt weiter als vorher. Aber ich meine, wir sind ja immerhin froh, dass wir einen Spielstand haben und dass Stalker endlich weitergeht. Vielleicht lasse ich mich in naher bis mittelferner Zukunft auch irgendwann zum Klebstoff-Schnüffler-Bruder der Stalker-Reihe Clear Sky überreden. Aber das muss ich mir nochmal ganz stark überlegen. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt hier soweit eigentlich durch. Sag mal, ich höre es von da, glaube ich. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwo hingehe, wo ich denke, ich höre es, ist das Geballer wieder woanders. Ich meine, muss doch langsam mal gut geballert sein, oder? Ja gut, ich würde sagen, wir gehen wieder rein in die Skadov. So, und schauen mal kurz. Ja, wie gesagt, missionsmäßig haben wir jetzt noch diese Dauerläufer mit den Werkzeugen. Dann das Warten. Wir haben noch die Quest von ganz am Anfang. Und ich weiß einfach nicht, ob man den Notebook irgendwo anders als bei Ruhu abgeben kann. Wie geht's? Ich tue es schweren Gewissens, weil ich weiß es nicht. Wir könnten ihn ewig mit uns rumschleppen. Das sind dreieinhalb Kilo. Ja, wir lesen nochmal Notebook eines Söldners. In einer Unmenge von Spam wurde eine Nachricht auf diesem Notebook als wichtig markiert. Richte ein Lager in der Nähe der Kläranlage ein und alle, die bei diesem Job mitmachen, werden dich dort treffen. Black musste nicht erwarten, denn er und seine Männer werden wegen einer anderen Mission bei Jupiter sein. Das Militär hat alle Flüge in die Zone ausgesetzt, daher droht von der Seite keine Gefahr. Wenn die Stalker einen Weg nach Prepjat finden, schicken wir einen Ortskundigen los und warten dort auf die Männer des Auftraggebers. Sie werden uns den Weg zum Labor zeigen. Schakal. Ja, Black kennen wir. Was ist denn mit dir los? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir den irgendwann mal wo abgeben können. Deswegen, ich denke, du könntest interessiert sein. Ja, das sind alles Sachen, die wir in unserem Inventar haben an Dokumenten. Und zwar hat Acewell einige Sachen aufgehoben an Dokumenten, teilweise die ich nicht gefunden habe, teilweise die ich schon hier abgegeben hatte und die er dann nicht abgegeben hat. Wenn wir uns das hier zum Beispiel ansehen, das war die Nachricht von Strelok, die wir in der Nähe der letzten Abschottstelle gefunden haben. Ich gebe dir 500 dafür, man sieht, es ist nichts, was wirklich interessant ist. Aber wie gesagt, ich möchte den, können wir hier was von machen? Nicht interessant. Na, wir geben ihn den mal. Aber nichts Interessantes. Ja, wir geben ihn den, das Notebook. Ich will diese 3,5 Kilogramm nicht mehr mit mir schleppen. PDA, Notiz, Dokumente, geheime Dokumente, Brief und Anweisung. Notebook. Ja, ich biete dir 2000, abgemacht. Sehr interessant, guter Arbeitsstalker. Ich glaube tatsächlich, dass wir nicht mehr mit diesem Laptop-Notebook machen können. Aber wir haben 3,5 Kilo weniger. Der Rest sind Dokumente, die wiegen nicht so viel. 0,5 jeweils. Das hier auch, obwohl es so dick aussieht. Das ist nicht so belastend wie der andere Scheiß. Die PDAs wiegen auch eigentlich nichts. Von daher passt das so. Gut, ich würde sagen, wir gehen nochmal hier zu Pilot. Der bringt uns nochmal zur Janov-Station. Währenddessen kann Novikov das Zeug zur Skadov bringen. Und wir können uns mal mit Nitro unterhalten. Denn wir haben in der Nähe der letzten Absturzstelle ein paar Dokumente zu der Unterführung zu Prepjat gefunden. Und wollen uns das Ganze mal mit Nitro ansehen.